Wovon träumst du? Na gut, Manu-chan hat sich schon vorbereitet hier mit ihrem Schminkset. Wovon träumt denn der Trader? Naja, beim DAX 13.000, da gibt es kaum noch Träume. Doch, gibt es tatsächlich. Ich höre in der letzten Zeit immer mehr, Wahnsinn, jetzt kommt doch die Saisonalität, jetzt geht's doch eigentlich richtig erst los, Jahresendrallye. Also da ist bei dem einen oder anderen die 14.000, 15.000 schon ganz fest im Hinterkopf eingebucht. Wir werden sehen, ob es tatsächlich so weit kommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen meine Zweifel dabei. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass der Markt den Vortrieb zumindest mal noch nicht so richtig im Moment gefunden hat. Er eiert einfach nur rum. Aber die gute Nachricht, er eiert nach oben und er bekommt Unterstützung vom Dow, denn der Dow ist durchaus immer noch stark. Also wenn man da drauf guckt, der macht richtig viel Spaß. Nicht ganz so viel Spaß macht der ES, das ist der S&P Future, der S&P 500 Index, der marktbreite Standardwerte Index aus Amerika. Der ist nämlich ein bisschen ähnlich wie der DAX. Er kriegt nicht so richtig den Vortrieb und das ist eigentlich eher ein Zeichen für das Ende einer Bewegung. Ich werde hier nachher drüber sprechen. Im Interview Ihnen kann ich es aber frontab schon mal erzählen. Ich gehe davon aus, dass wenn der Markt die Zwischentiefs hier in dieser Aufwärtswackelei durchstößt, dann haben wir relativ gute Chancen, dass der Markt auf dem Weg nach unten nochmal, naja, erstmal zumindest ein bisschen was wieder gut macht von der, naja, gut macht klingt jetzt genau falsch rum, aber dass er zumindest mal sich ein wenig erholt, die Aufwärtsbewegung, die wir nach oben relativ ausgeprägt hatten, ein wenig mal korrigiert. Das kann dann auch ruhig mal runtergehen in die Bereiche 2510, sage ich jetzt mal so aus dem groben FF. Sie können aber das gerne mal checken, indem Sie den Fibonacci mal da anlegen in den Chart. Da sind die Chancen relativ gut. Auch beim DAX hätte das Potenzial durchaus Platz 12.500, 600 in etwa. Ich will Ihnen keine Angst machen. Es sind ja auch noch, wenn man ehrlich ist, gar keine ganz großen Bewegungen. Aber es sind Chancen, wohin der Markt gehen kann, wenn er denn nach unten geht. Das ganz wichtige Thema dazu ist das Triggern. Solange der Markt es nicht tut, solange er nicht zwischen Tiefs nach unten durchstößt, würde ich mich da eher zurückhalten und sagen, seien wir da mal vorsichtig. So, ich will aber, wenn ich doch schon mal hier bin, Manu-chan und Shimizu-san hier neben mir, dann möchte ich doch den Meister hier mal befragen, was ist denn das Wichtigste? Keine Sorge, wenn Sie nur Englisch kein Englisch sprechen, ich werde es am Ende nochmal übersetzen. Shimizu-san, please let us know what is most important for you today. Guten Morgen, German Land. Well, German speaking land. We have, today, this is Wednesday, we have our weekly crude inventory and also beige book. They have Federal Reserve have 12 regional banks and they will be submitting their report of their region's economic status. And we know, well, we could assume at this point, all those regional manufacturing factors, Empire, Philadelphia, Kansas City, all those manufacturing numbers are relatively good. Or, like a, for example, like Empire was like a highest in a 3 years or something. And so we know, we kind of, it's probably safe to assume that this beige book will be rosy. And they will probably support the fact that they want to raise the interest rate in December. Apart from that, anything that might the stand in our way is the level of a stock market. As no, well, I'm seeing a DAX trading over 13,000 at this point, you know, highest in the level, and also so the same thing in the United States. We may have a Dow closing 23,000 today, this Wednesday, and you know, just a level that's certainly just pure scary, and a lot of people are very hesitant to go in. So if you're not going into the market, then who's going to buy? I mean, you know, there must be much, you're expecting much stupid people to follow you, and then if you flip back, if there's nobody, that's the rule of the game, right? That's that find makes something you more stupid to right, buy after you. That's right. And then, you know, if you turn around and there's nobody, that makes you stupid. So, you know, it's a very difficult situation. But stocks are high and the interest rates hikes are more on the table at this point. Have a good training. Thanks a lot for your insights. Ich werde das mal gerade übersetzen für diejenigen, die nicht ganz firm sind mit der englischen Sprache. Sie sehen, hier gibt es noch die Vorbereitung, das will ich Ihnen nicht vorenthalten. Also, ich weiß nicht, welche Strafe hier auf den einen oder anderen Techniker hier zurückgefallen ist, dass er jetzt hier Liegestütze machen muss. Aber
Sie sehen, Bewegung ist auch hier gegeben. So, aber auf zurückzukommen auf Shimizu-san. Er hatte erwähnt, dass heute Daten rauskommen. Einerseits natürlich zu den Crude Oils, also die Crude Oil Inventories. Die sind heute auf jeden Fall ein Thema und können natürlich den Rohölmarkt definitiv bewegen. Ob sie den Gesamtmarkt bewegen, ist mal dahingestellt. Er hat aber nochmal auf das Beige-Book, das heute ebenfalls veröffentlicht wird. Das Beige-Book ist ein Bericht der FED, das, sagen wir mal, sehr stark eben im Zusammenhang steht mit den regionalen Situationen. Also er hatte den Empire State Index beispielsweise erwähnt, der wie alle anderen eigentlich relativ gut rauskommen sollten, rauskommen müssten. Das wäre zumindest mal auch nicht das Schlechteste, wenn man im Hinterkopf behält, dass ja im Dezember die FED nochmal einen Zinsschritt nach oben vornehmen mag. Und dann ist es natürlich besonders gut, wenn die Daten entsprechend positiv da ausfallen. Dann fällt es leichter, diesen Schritt dann tatsächlich zu vollziehen. Ansonsten sagt er, naja, der Markt ist schon so weit nach oben gelaufen. Der Dow könnte heute auf neuem Hoch schließen, über der 23.000, also auch eine ganz spannende Marke. Und wer will da denn kaufen? Sind Sie es? Und denken Sie immer dran, Sie brauchen immer einen Dümmeren, der nach Ihnen nochmal kauft, damit der Markt dann auch weiterläuft. Wenn Sie den nicht sehen, dann sind Sie möglicherweise, naja, wir wollen hier nicht vorweggreifen, aber dementsprechend ist vielleicht Vorsicht geboten. Auf der anderen Seite, das muss man ja auch ganz klar sagen, in den letzten Wochen hat das alles nicht geholfen, denn der Markt ist einfach ein Schritt nach oben nach dem anderen und hat sich durch nichts einkriegen lassen. Deshalb mein Tipp, ich habe es am Anfang schon erwähnt, wenn er nach unten durchbricht, rechnen wir ruhig mit etwas größeren Rücksetzer. Dann kann ich mir vorstellen, dass viele sagen, ach komm, ich nehme die Gewinne mit, die ich jetzt mal habe. Und dann kommt die etwas größere Korrektur, die zumindest dann auch mal verdient wäre. Ich rede ja nicht von vielen tausend Punkten. Zumindest mal beim DAX nicht, beim Dow habe ich es jetzt nicht auf dem Plan. Das gucken Sie sich mal auch an. Das Prinzip ist ja grundsätzlich das gleiche. Aber zumindest mal um einige Dutzend beim S&P oder einige hundert beim DAX, muss man auf jeden Fall mal mitrechnen. Solange der Kurs das aber nicht macht, werde ich nach dem Verfahren vorgehen, dass ich jedes Mal, wenn der Markt wackelig nochmal nach unten kommt, ich dann zwischen Hochs, die er dann wieder ausprägt, nach oben für eine Long-Situation nutze. Ich kann dann relativ eng stoppen, denn solange der Markt dann schubweise hochgeht, perfekt. Wenn nicht, na, dann gehe ich dann halt wieder raus. So. Das soll es von dieser Seite gewesen sein. Heute war es ein bisschen länger, klar, mit Shimizu-san. Das wollen wir natürlich nicht abwürgen. Aber ich sage für heute erstmal vielen Dank und Ihnen toi 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 und verabschiede mich mit dem gesamten Team hier und sage bye bye bis nächste Woche von dieser Stelle aus oder morgen von Tokio Innenstadt.